Herzlich willkommen, lieber Löwe, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. April bis zum 20. April. Das ist die dritte Dekade im Sternzeichen Widder. Wir sind jetzt aktuell noch mitten in der Feuerenergie vom Widder, aber so langsam zeigt sich schon die Erdenergie vom Stier. Und da möchte ich mir anschauen, ja, wie diese Energien sich für dich auswirken, lieber Löwe. Also eine Karte für dich, eine Karte für Löwe, für den Löwen. Die 11. Karte der großen Arkana. Hier heißt sie Justice. Im Crowley-Tarot ist das ein wenig anders. Da ist diese Karte die Lust und steht halt für die Leidenschaft. Für den Wunsch, sich mit dem Leben zu verbinden. Diese Karte ist auch dem Löwen-Sternzeichen zugeordnet. Also du bist voll in deiner Energie in dieser Dekade und ja, spürst sehr viel Leidenschaft, bist bereit, auf die Bühne des Lebens dich zu begeben, dich in das Getümmel zu werfen, ne? Dich mit dem Leben auseinanderzusetzen und ja. Und das solltest du auch tun. Ja, sehr schöne Energie. Schauen wir mal, um was es da noch so geht in dieser Dekade. Huch, die sollte da aber gar nicht drin sein. Ja, hier haben wir die Seherin, die Schlange und das Licht. Ja, also dieser Wunsch, dich mit dem Leben auseinanderzusetzen, wird in dir sehr starke Inspiration auslösen, ne? Sehr starke mentale Kräfte. Und du willst auch den Sinn im Leben, das Spirituelle auch greifen, ne? Also irgendwie bist du da auf der Suche auch nach einem höheren Sinn, nach danach das große Ganze zu sehen, ne? Die Bedeutung von allem wahrzunehmen. Also ja, wirklich hier sehr viel Leidenschaft bei dir. Und es wird notwendig sein, sich wirklich auf sich zu besinnen, ne? Auch eventuell, ja, auch vielleicht auch ein bisschen nach seinen eigenen Vorteil zu entscheiden, zu überlegen, sich selbst so im Fokus zu setzen und dann halt auch auf den richtigen Zeitpunkt zu warten und also hier der Hinweis, dass du deine Energie nicht gleich sofort verpulvern solltest, sondern da auch dich von deiner Intuition treiben lassen solltest und das zum richtigen Zeitpunkt einsetzen. Aber hier warten wirklich viele neue Erkenntnisse auf dich und eine wirklich, ja, lebendige, klare und helle Zeit, ne? Eine sehr sonnige Zeit, wenn nicht vom Wetter, dann halt so vom Verstand, ne? Also es wird für dich alles sehr klar und eindeutig werden. Und da warten auch neue Erkenntnisse über das Leben, über dich selbst auf dich. Ja, spannend. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Das sind leider etwas zu viele Karten. Hier sind gleich drei rausgekommen.
Feuer ist manchmal auch echt ein Zeichen davon, dass die Energien auch sehr stark sind und unterschiedlich, ne? Dass da viel auf dich einströmt. Oder einströmen wird. Interessant. Also wir haben ja am Ende der Dekade, so am 16. April, haben wir einen Vollmond. Bis dahin haben wir eine ganze, das ist das Wochenende, ne? Das ist, glaube ich, ein Samstag. Und bis dahin, vom 11. bis zum 16., nehmen die Energien allgemein zu. Auch in dir, die bauen sich bei dir nur etwas langsam auf. Gerade am Anfang der Woche könntest du doch das Bedürfnis haben, dich stark zurückzuziehen. Da könntest du dich vielleicht auch ein bisschen ausgelaugt fühlen. Auch auch hast du vielleicht auch irgendwie erstmal so keine Idee, wie sich die Energie wieder auffüllen kann. Aber das ist halt auch hier mit der Schlange auf den richtigen Zeitpunkt warten. Ne? Das sollte dich nicht irritieren, wenn das der Fall ist, sondern es geht hier auch wirklich darum, sich diese Zeit zu nehmen und genau herauszufinden, was du wirklich willst, um was es dir eigentlich wirklich geht, was deine persönlichen Ideale sind. Nach denen du streben möchtest. Und diese Entwicklung bereitet dich darauf vor, dass du den Weg des Herzens schließlich gehen kannst. Ja, halt bis zum 16.04. wird sich das legen und äußern. Ne? Bis dahin wird sich das äußern. Bis dahin wirst du wissen, welchen Weg du, oder solltest du wissen, welchen Weg du da einschlagen möchtest. Und in der Woche davor, ja, einfach ein bisschen Energie auftanken und nicht seine Energien verschleudern. Das kommt dann alles noch, ne? Der Hohepriester ist auch manchmal ein Hinweis auf Ausbildung, Fortbildung oder überhaupt sich Wissen aneignen. Vielleicht, es ist auf jeden Fall gut in dieser Zeit auch zu lesen, ne? Also irgendwie, ja, etwas, was dich inspiriert zu lesen. Ja, oder wenn du tatsächlich das irgendwie mit solchen Themen beschäftigt bist, ist das eigentlich auch eine gute Zeit, auch wenn du ein bisschen lustlos an die Sache herangehen könntest, ne? Also vielleicht hast du wirklich Prüfungen zu schreiben oder irgendwas in der Art. Dann könnte es sein, dass du dich ein bisschen lustlos fühlst, aber die Energien sind trotzdem gut, dass du da vorankommst. Der Hohepriester ist halt auch ein bisschen langsam und träge und macht das so ganz gründlich und mit ganz viel Geduld. Und das ist eigentlich nicht so ganz deine Vorgehensweise, aber in dieser Woche sehr zu empfehlen. Oh, im Vorfeld gab es schon sehr viele schöne Situationen, sogar ein paar bisschen zu gute Situation. Ne? Vielleicht hast du dich da auch ein bisschen verausgabt. Hier sehe ich sehr viele schöne, gesellige Momente, auch vielleicht eine neue Liebe. Vielleicht hast du dich auch verliebt. Und jetzt ist es aber erstmal am Anfang der Woche ein bisschen lau wieder zwischen euch oder da geht jetzt erstmal nichts mehr. Aber, ne, also hier, wie sich diese Karten schon allein zeigen. Hier fließt das Wasser total, ne? Das Wasser fließt und hier ist gar kein Wasser mehr da, ne? Es ist jetzt erstmal ausgeschöpft, dieses Wasser. Aber keine Sorge, es baut sich wieder auf, ne?
Also es ist jetzt nur, das ist ganz normal. Das war, muss man jetzt erstmal irgendwie verarbeiten, ne? Wie schön das eigentlich war. Und seine Energien wieder auftanken. Ja, hier haben wir eine Königin der Stäbe. Diese Karte kann natürlich wirklich sehr gut für dich sprechen. Ich hatte ja schon bei dieser Karte gemeint, dass es gerade sehr um dich persönlich geht, dass es hier um deine Interessen geht. Und diese Karte ist ja auch eine Löwe-Karte. Hier die Königin der Stäbe. Auch diese Karte verweist auf dich. Hier geht es um einen Reifungsprozess bei dir, dass du dich als die Person realisierst in dieser Welt, die du auch tatsächlich bist, ne? Dass du Verantwortung übernimmst, ne? Dass du dir die Sachen, die du dir wünschst, dass du die auch umsetzt und dir das nimmst, was dir zusteht, ne? Dass du in einer Sache auch die Kontrolle übernimmst, vor allem für dein eigenes Leben, ne? Ja, also wirklich ganz positiv. Und die Königin der Stäbe, die oder auch der König der Stäbe, ne? Alle Feuerzeichen eigentlich, ne? Die wissen ganz genau, was die Schlange anbelangt, die wissen ganz genau, wann das richtige Timing ist, ne? Die können halt auch sehr gut auch mal über ein paar Tage einfach ein bisschen durchhängen. Aber sobald es dann Zeit ist zu agieren, sind die hundertprozentig dabei. Und vielleicht bist du in so einem Prozess. Es könnte natürlich aber auch sein, dass du auch ein anderes, ich habe ja gemeint, du hast dich in der letzten Zeit verliebt, ne? Vielleicht hast du auch dich in ein anderes Feuerzeichen verliebt. Vielleicht ist es auch eine Beziehung, die ihr schon länger habt. Und da sind jetzt neue Impulse drin gesetzt. Ich sehe hier auf jeden Fall, es könnte auch ein anderes Feuerzeichen sein, ne? Wenn das der Fall ist, dann machst du dir auch sehr viel Gedanken um diese Person. Diese Person ist, berücksichtigt diese Person bei allen deinen Tun, ne? Ja, schauen wir mal weiter. Ja, wir haben hier immer noch die 8. Ja, wir haben hier die 8 der Kelche und hier kommen die 8 der Schwerter. Ja, da gilt es auf jeden Fall irgendwie für dich etwas zu verarbeiten, ne? Etwas Gedankliches hier auch. Also vielleicht, also am Anfang der Woche könnten Zweifel und negative Gedanken schon eine gewisse Rolle spielen. Vielleicht auch eine schlechte Kommunikation mit deiner Umwelt. Vielleicht gibt es ja auch einige Missverständnisse. Vielleicht hast du auch irgendwas von jemandem gehört, irgendeine Falschinformation gehört, die dich jetzt gedanklich beschäftigt,
Ja, aber das Gute ist bei dieser Karte, ist, das sind oft keine schwerwiegenden Probleme, ne? Das sind halt eigentlich nur so kleine Querschläge, die dich aus dem Konzept bringen sollen. Also lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Wie schon gesagt, es sind oft falsche Informationen, die hier auf dich einströmen. Die dich halt auch ein wenig verwirren sollen. Also lass dich nicht beirren. Ja, und das tust du auch nicht. Du findest schon wieder in deine Energie. Ja, du brauchst einfach diese Zeit, um gründlich nachzudenken und die Energien aufzutanken. Und wenn du dir diese Zeit nimmst, wirst du sicherlich diese Zweifel als Falschinformation enttarnen können und kommst dann wieder hier zu einer inneren Klarheit, die dir einfach innerlichen Frieden wiedergeben wird und innere Stabilität und Harmonie. Und das wird halt auch bis zum Vollmond auf jeden Fall passieren, ne? Bis zum 16.04. ist das abgeschlossen. Ja, dieser Prozess, ne, ist ganz schön wichtig für dich, denn hier zeigen sich die fünf Kelche. Diese Karte wird Ge Enttäuschung genannt. Es ist aber mehr so eine Art Desillusionierung, ne? Über eine gewisse Sache wirst du halt neue Klarheit erlangen und etwas, wovon du immer selbstverständlich ausgegangen bist, wird sich als unwahr enttarnen, ne? Und es könnte halt dann auch sein, dass du dieses Gefühl der Enttäuschung auch spüren wirst. Ja, aber letztendlich kommt dir das zugute, weil du danach genau weißt, was Sache ist, ne? Und du findest schnell wieder in deine Energie. Ja, irgendeine wichtige Erkenntnis wartet da auf jeden Fall auf dich, ne? Soll jetzt an die Oberfläche. Und diese wichtige Erkenntnis ist wichtig für dich, ne? Wichtig für deine Selbstverwirklichung. Ja, ich hatte ja gemeint, ne, dass das auch mit Missinformationen zu tun haben kann. Das kann zum Beispiel, es ist bei euch allen etwas unterschiedlich, aber das kann zum Beispiel so eine Information sein. Man hat eine falsche Information bekommen von Menschen. Und denkt die ganze Zeit drüber nach. Und dann wirst du dann feststellen, dass dieser Mensch nicht ehrlich zu dir war, ne? Und einerseits bist du dann von diesen Menschen enttäuscht, ne? Da kommt dieses Gefühl der Enttäuschung. Andererseits stellt sich auch so eine gewisse Erleichterung ein, dass diese Information, die man bekommen hat, nicht wahr ist. Die hat dich halt gestresst und die ist halt gar nicht wahr. Und deswegen findest du dadurch zu so einer Klarheit, ne? Das ist ein Beispiel, wie sich diese Energie äußern kann. Es ist aber bei euch allen etwas individuell, ne? Aber so ein Vorgang ist das vom Prinzip her. Und ich sehe hier ganz eindeutig, dass euch das letztendlich, auch wenn das
je nachdem unterschiedlich stark enttäuschend sein kann, letztendlich findet ihr zu Klarheit und inneren Frieden. Und das ist das, was zählt, ne? Es ist irgendwie letztendlich gut, die Wahrheit zu wissen. Vielleicht habt ihr es aktuell mit einem Stier zu tun, dann ist das die gleiche Karte hier, ne? Ja, aber hier zeigt sich ein ganz eindeutiger dekonstruierender hier kommen wir von der 9 auf die 8, auf die 7. Aber das hat mit dieser Königin der Scheiben zu tun. Aber ihr könnt natürlich auch diese Königin der Scheiben sein. Ja, das könntet ihr sogar sehr gut sein, auch wenn ihr selber kein Erdelement seid. Ansonsten spricht diese Karte viel für Widder. Es könnte auch sein, dass ihr es mit einem Widder zu tun habt. Oder eben für Stier, habe ich ja schon gemeint. Und dann ist es so, dass diese Verbindung zu diesen Menschen gerade mit Schwierigkeiten behaftet ist. Also irgendwie, irgendwas funktioniert gerade nicht mehr zwischen euch. Und irgendwas vermisst du in dieser Verbindung. Es war ja eigentlich sehr harmonisch zwischen euch. Ich weiß gar nicht, dass... ja, schauen wir mal weiter, weil dann kann ich das besser einschätzen, um was es da gehen könnte. Ich meine, so ein dekonstruierender... Ja, das könnte ich vielleicht noch sagen. Ne? So ein dekonstruierender Prozess ist immer so ein bisschen... anstrengend, weil man sich immer von irgendwelchen Sachen lösen muss. Ne? Man muss irgendwie auch, es ist halt auch eher, dass man alte Strukturen kaputt machen muss, dass man sich von alten Gefühlen lösen muss, um halt später eine Erneuerung wieder einzustellen. Und vielleicht ist das einfach dann halt nur ein Hinweis darauf, dass du beabsichtigst, innerhalb dieser Beziehung, diese Beziehung so ein bisschen umzugestalten, ne? Und sie halt auch von negativen Mustern zu befreien. Und das ist natürlich, sowas sehe ich hier halt eher. Sodass diese Beziehung neue Impulse bekommt und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufblühen kann. Ich sehe ja schon, wenn du in keiner Beziehung bist, dann ist das... ja, dann ist das auch, wie du grundsätzlich mit deinen Menschen umgehen möchtest, ne? Oder überhaupt mit der Liebe an sich und auch mit der Liebe zu dir selber. Genau, du dekonstruierst da irgendwelche alten Muster und deswegen hier auch der Hohepriester, weil du gründlich darüber nachdenkst und dich auch von Fehlinformationen, falschen Vorstellungen befreist und... Du lässt dir auch Zeit damit. Es gilt immer noch alles bis zum Vollmond. Ab dem Vollmond, ich glaube, da dreht sich alles. Die Karte wollte unbedingt raus. Ja, und hier kommst du zu der 6. Das ist zwar die 6. Ja, das ist interessant. Das ist wirklich interessant, ja. Ja, und da kannst du halt auch deine... Lust und deine Leidenschaft und auch das Licht, dann kommt alles. Also ab den 16. April wird sich deine Mühe, du hast dir schon echt emotional hier viel genagt irgendwie, ne? Viel Erkenntnisse zugelassen, viele Verarbeitungsprozesse und
Aber das lohnt sich, ne? Also ab den Vollmond, wenn die Energien voll sind, dann wirkt sich das alles extrem positiv aus und du wirst Klarheit, inneren Frieden bekommen, neue Erkenntnisse und du wirst dich auch befreit fühlen, ne? Voll in deiner Energie drinne. Echt eine spannende Legung. Spannend. Ja. Ich möchte dir noch einen Ratschlag vom Mond mitgeben für deine spannende Reise. Selbstvertrauen, der Schlüssel zum Erfolg. Ja, es hat hier ganz viel ja, mit den Emotionen zu dir selber zu tun. Ne? Also, und Erfolg ist auch hier zu sehen, ne? Ab dem Vollmond, ab dem 16. Und diese Karte ist auch der Neumond im Löwe, ne? Auch wieder eine Löwenkarte. Also du bist voll in deiner Energie und räumst hier mit falschen Vorstellungen auf und wirst neue Erkenntnisse machen, die viel mehr zu dir passen, ne? Die viel mehr aus dir selber, aus deiner persönlichen Sicht der Dinge resultiert. Machst dir ganz neue, eignest dir ganz passende Überzeugung an. Und da solltest du ganz auf dich vertrauen, ne? Und in dieser Woche, in dieser Dekade äußern sich vielleicht deine Beziehungen nicht so positiv, aber keine Sorge, das kommt wieder zurück. Du arbeitest gerade was Wichtiges an wichtigen Sachen an dir selbst. Und wenn du diese Herausforderung gemeistert hast, dann wird deine Umwelt das auch wieder wahrnehmen und dich da unterstützen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, viele im Moment verstehen vielleicht nicht so ganz, was gerade bei dir vorgeht. Das könnte bei den einen oder anderen der Fall sein. Huch! Ach, diese Katze ist aber weit gesprungen. Einen Moment. Boah. So. Okay. Nicola Adams möchte dir einen Ratschlag geben, das ist auch sehr kämpferisch hier, ne? Wenn du im Ring stehst, denke taktisch. Ja. Der Ring, dieser Kampf, ich habe ja gesagt, ne? Hier, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt und überhaupt sind Feuerzeichen so, dass sie so einige Zeit, also auch irgendwie faul sein können, so, ne? Aber es hat seinen Sinn und Zweck. Und wenn der Moment gekommen ist, der Kampf, dann können sie 100% geben, ne? Das ist so die Magie von Feuerzeichen. Stärke ohne Selbstvertrauen ist wie ein Auto ohne Motor. Ja, schon wieder dieser Link zum Selbstvertrauen, ne? Ja, also konzentriere dich auf den Preis, nicht auf die Schläge. Ja, die Schläge sind halt hier auf der emotionalen Ebene, ne? Und vor allem hier, ja, natürlich, bei den Acht der Schwerter, ne? Das sind so Querschläger, also Schläge im metaphorischen Sinne natürlich, ne? Also Querschläger halt, also kleine, so, aber in Form von Gedanken, ne? Gedanken, die einen aus dem Konzept bringen lassen wollen, aber lass dich nicht aus dem Konzept bringen und die Gefahr sehe ich hier auch nicht. Ja, lieber Löwe, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und vor allem, dass sie dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir ein gutes persönliches Vorankommen, ne? Dass du den Schlüssel zum Erfolg findest und vor allem alles Gute und viel Erfolg. Alles Gute und bis bald.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder abonniere meinen Kanal, wenn du das nicht schon bereits getan hast. Ich freue mich auch sehr über eure Kommentare. Wenn du noch weitere persönliche Fragen hast oder vielleicht in einer besonderen Lebenssituation bist, dann kannst du auch sehr gerne eine individuelle persönliche Kartenlegung bei mir bestellen. Auf meinen Etsy-Shop, der Link befindet sich in der Videobeschreibung, kannst du ein Video sowie dieses persönlich auf dich zugeschnitten bestellen. Schau einfach vorbei. Ich freue mich auf ich freue mich auf deinen Besuch. Von Herzen alles Gute und bis bald.